damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin Zyrakos oder auch Tobias und werde euch heute mal mein Bild zeigen, welches ich in Automatis benutze im Gruppenplay. Also das nutze ich hauptsächlich im Gruppenplay, kaum alleine. Ist mein Pyromant. Ich gehe hierbei sehr auf den Tree Feuersturm. Und hauptsächlich halt verbrennen. Aber ich zeige euch das jetzt direkt einmal und komme direkt zu der Skillung. Hier sind wir schon direkt im Skilltree. Wie ich schon gesagt habe, ich nehme Feuersturm. Ich hatte am Anfang erst Brandstifter genommen und habe damit Eruption gespielt. Das hat aber teilweise ein paar Leute, ja, bei mir Mitglieder gestört in der Gruppe. Und da habe ich halt erstmal, weil die Eruption macht halt sehr viele Effekte. Und ja, habe mich entschieden, zum Verbrenner zu werden. Und im Endeffekt läuft das eigentlich ziemlich gut, fand ich persönlich. Und ja, also das ist der mittlere Tree, Feuersturm. Wir nehmen hier die Magma Golem Nodes mit. Das sind fünf Stück, die erhöhen jeweils unser maximales Leben und geben uns auch gleich einen zusätzlichen Effekt, wenn wir einen weiteren Talent machen. Aber gehen wir mal weiter. Also, Magma Golem gehen hier runter auf Aufwärmen. Man könnte hier wählen, theoretisch auch Lebensentzug durch Fähigkeiten verstecken, also unstillbar. Ich finde aber die Abklingzeit besser, weil du bist mit dem Bild bist ein Spammer an Fähigkeiten. Also habe ich hier Aufwärmen genommen. Hier runter noch Lauffeuer, reduziert auch nochmal die Abklingzeit, aber alle meine Fähigkeiten, das ist ja hier nur Entzündungsfähigkeiten, plus nochmal, wenn die brennen, kriegen die mehr Schaden. Hier geht es dann weiter mit Verbrennung, fügt noch mehr, also die Verbrennung fügt noch mehr Schaden zu, weil, ja, Rüstung brauchen wir nicht unbedingt. Dann gehen wir hier als nächstes hoch, holen uns Einäscherung. Das ist ziemlich nützlich, wenn der Brandeffekt endet, werden die gestunt. Ziemlich nice. Da hat man auch noch ein bisschen CC-Tools dabei. Hier, das muss man leider mitnehmen. Also das ist eigentlich total unnötig für uns, aber wir wollten das ja halt unbedingt haben. Das heißt, durch die Aktivierung deiner Bewegungsfähigkeit erhöht sich deine Amelie-Kraft um 45%. Dazu gehört die Verzehrung des Feuers. Komme ich gleich zu. Als nächstes gehen wir weiter hier hoch in den nächsten Damage von den beiden, der untere ist der Death-Punkt und der obere ist der Damage. Wir nehmen den Damage, also Waffenschaden ist uns relativ egal, aber die Anomaliekraft von 5% ist gut. Und dann hier, das ist der Punkt, warum die Magma-Golem-Punkte eigentlich doppelt geil sind. Weil Ferne Flamme macht, erhöht deine Anomaliekraft für jeden freigeschalteten Magma-Golem-Klassennoten um 2,5%. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 davon. Heißt 12,5% erhöhte Anomaliekraft. Nice. Hier gibt es nochmal, die Verbrennung hält länger. Das ist ein bisschen kontraproduktiv zu dem Trade. Ja, also wenn die 20% länger brennen, sind die halt nicht so schnell gestunt. Und wir können die relativ schnell wieder verbrennen lassen oder anzünden. Dementsprechend ist es eigentlich unnötig, dass wir länger. Deswegen nehmen wir hier oben, dass der Lebensentzug durch Fähigkeiten verstärkt wird. Hier wieder Magma Golem, hier wieder Lebensentzug durch Fähigkeiten. Nehmen als nächstes gezwungenermaßen die Glut anfachen. Erhöht den Lebensentzug durch Fähigkeiten, also verdoppelt den, wenn wir unter 30% Leben sind. Nehmen dann einmal den oberen Feuerprobe. Wenn die brennen, allein zu 15% mehr Schaden. Das harmoniert sehr gut mit dem hier zusammen. Dann ist schon alleine, wenn die brennen, 20% mit den beiden Trees. Dann kommt noch Aufwärmen dazu. Reduziert die Abklingzeit von Entzündungsfähigkeiten. Also, und dann am Ende, wenn wir eine Entzündungsfähigkeit wirken, erhöht sich dann für 10 Sekunden lang unser Rüstungsdurchschlag um 45%. Eher für uns nicht interessant. Aber der Widerstandsdurchschlag ist für uns wichtig. Widerstandsdurchschlag ist nämlich, dass wir mehr Schaden mit unseren Spells machen. Apropos Spells, kommen wir direkt zu den Fähigkeiten. Wir nehmen drei Stück natürlich mit. Einmal verzehrendes Feuer. Das ist auch ist ja das, wo wir den Gegner ranziehen, ihm Schaden machen. Der gleiche Schaden heilt uns und der wird direkt mit dem Asche-Effekt belegt. Durch diesen procken wir den Buff hier. Und dadurch kriegen wir allein, wenn wir das aktivieren, 45% mehr Anomaliekraft. Dann Hitzewelle. Das ist unser Massentool. Den verbrennen wir. Also beschwört eine feurige Welle, die alle Gegner auf ihrem Weg Schaden zufügt und einen Verbrennungseffekt macht. Also erstmal kommt der Initialschaden durch die Fähigkeit und dann kommt der Verbrennungseffekt. Genau. Und dann als nächstes nehmen wir den Phaserstrahl. Hierbei ist Feuer ein Energiestrahl ab, der Schaden verursacht mit einem Bonus von der 150% der Schadenskraft.
Genau, dann macht er, schickt halt einen Strahl nach vorne weg um sich herum und verbrennt diese und unterbricht diese sogar. Und im Endeffekt läuft es dann eigentlich so ab. Ihr wägt einmal verbrennendes Feuer, dann Hitzewelle, ein bis dreimal, abhängig davon, was ihr für Mods habt, plus dann inverses Strahl. Das ist eigentlich so die Kombo 1, also hier drückt einmal das, dann bis zu dreimal das und dann das. Dadurch habt ihr den Schaden gesteckt. Warum sage ich das dreimal usen? Ganz einfach. Unsere Mods sind dahingehend so gebaut, dass wir das dreimal haben. Möchte ich euch jetzt gerne einmal ingame zeigen in den Mods. Weapon Damage ist nicht ganz so wichtig, weil unser Hauptschaden kommt durch die Zauber und nicht durch Bullet. Ist halt kein Bullet-Bild. Deswegen habe ich hier auf die Waffe, da ist zum Beispiel drauf gewesen, ihr seht, ultimative Sturmpeitsche, ist halt nochmal zusätzlichen Damage, einfach Wert drauf und dann nochmal Festung. 43% meiner Rüstung wird als Schadensbonus draufgerechnet. Der ist, glaube ich, gecapped bei 35.000. Also ab 35.000 hat man das maximal schon. Ich weiß, ich habe es nicht gerade ganz im Kopf, aber erhöht halt im Endeffekt unseren Damage. Ich habe zusätzlich noch einen Sniper dabei, damit ich, oder halt ein Gewehr, damit ich halt auf Range auch vielleicht Gegner noch sehen kann. Zum Beispiel allein Gebirgsstationen, da die Sniper in dem ersten Turm direkt damit auszuschalten, bevor ich reingehe. Ja, kommen wir jetzt zu dem Wichtigen. Das ist erstmal, theoretisch wollt ihr mit dem Akari-Set spielen, mit dem Set der Lavaspinne. Ich habe das Set bisher auf Teufel komm raus nicht bekommen. Ich habe zwei Teile, das dritte Teil will einfach nicht droppen, würde unseren Damage, würde den Damage massiv erhöhen, habe ich aber leider nicht. Was macht kurz erklärt, was der Effekt macht. Jeder Gegner, der Schaden durch Hitzewelle leidet, verleiht einen Bonus von 15% auf die Anomaliekraft für 10 Sekunden. Dieser Bonus ist zweimal stackbar, also sprich 100%, sprich ihr verdoppelt mal eure Anomaliekraft mal eben kurz. Naja, habe ich leider nicht, würde mir ziemlich helfen, aber naja, das Glück ist mir nicht heute. Aber kommen wir nochmal drauf. Von den Stats her, wenn wir uns die einmal angucken, also mit Shift kriegt ihr die Stats angezeigt, wenn ihr das drückt, beim PC. Wichtig ist halt natürlich das hier oben. Fähigkeitsschadenbonus, klar. Statuskraft, das ist unser... Also wichtig, also wir haben drei Sets, die Biss-Rolls sind. Das wäre einmal Anomaliekraft, ne? Also was wir Fähigkeitsschaden am Bonus. Dann, also die Anomaliekraft ist wichtig, die Statuskraft ist wichtig und Abklingzeitreduktion ist wichtig. Das sind die drei Sets, die wir wollen auf dem Items. Weil, ganz einfach, Anomaliekraft erhöht unseren Schaden. Statuskraft erhöht den Brenneffekt und erhöht die Dauer des Asche-Effekts, also des Stuns. Plus 150% dieses Werts wird auf Phaserstrahl gerechnet. Dementsprechend wichtig. Abklingzeitreduktion ist es einfach, wir können unsere Spells öfters einsetzen. Eventuell könntet ihr zwischendurch einmal Lebensentzug Fähigkeit dazu packen. Also wenn ihr nicht diesen Biss-Wall habt, sondern ihr kriegt einmal Lebensentzug Fähigkeit dazu, ist es auch okay. Ganz schlecht sind... habe ich einen davon bei? Ja, hier zum Beispiel. Schaden auf kurze Distanz bringt euch gar nichts, weil das ist ein reiner Waffenschaden-Perk und das bringt euch bei den Spells nichts. Aber gut, kommen wir mal zu den Mods, die ich drauf habe. Die Mods, die ich drauf habe, sind hier einmal Feuer-Tsunami 3. Also Feuer-Tsunami ist ein Mod 3. Die Feuerbrand wird weiter, also sprich von der Hitzewelle, das ganze Ding wird breiter. Ihr zündet, ich glaube, ihr wird doppelt so weit, sprich ihr zündet mehr Gegner an. Dann als nächstes und großes Ziel doch die Phaserstrahl-Mod, ist ein Level 1er-Mod. Ja, der Radius des Strahls wird einfach um 100% erhöht, also sprich verdoppelt. Trifft ihr mit mehr, ihr müsst nicht so hart auf einen ziehen, sondern ihr könnt vielleicht dann noch mehrere treffen. Als nächstes nehmen wir dann die Hitzewelle, also die Riesenwelle, das ist ein Mod für die Hitzewelle. Die Fähigkeit kann ein weiteres Mal genutzt werden, bevor die Abklingzeit ausgelöst wird. Und dazu setze ich noch einmal einen Wellenreiter. Auch ein Hitzewelle-Mod. Die Fähigkeit kann ein weiteres Mal genutzt werden. Also sprich, durch die Boost können wir dreimal Hitzewelle einsetzen. Ob das jetzt auf der Boost oder woanders ist, ist egal, aber die Mods sind halt wichtig. Ich liste die auch gerne nochmal in der Videobeschreibung unten auf. Genau. Dann als nächstes
Hierbei wichtig, also wichtig ist ausgebrannt, der untere, der Hitzewelle-Mod. Der macht nämlich verletzte Gegner erleiden 8 Sekunden lang 25% mehr Schaden. Dieser Debuff ist stackbar. Und wenn ihr richtig mitgelesen habt wenn ihr zugehört habt, heißt, wir haben ja dreimal Hitzewelle im Einsatz. Heißt, wenn wir einen Gegner dreimal mit einer Hitzewelle treffen, erleidet er 75% mehr Schaden. Dadurch kommt nämlich die Kombination zustande, die ich vorhin gesagt habe. Als nettes Gimmick könnte man hier noch Anomalie-Echo machen. Wenn ich halt eine Fähigkeit wirke, kriege ich Bonus Anomalie-Kraft. Nehmen wir mit. Ist jetzt nicht so ganz wichtig, ist so ein bisschen Min-Maxen. Als nächstes in der Hand, da habe ich jetzt ein bisschen Death-Trees, ein Damage-Ding und ein Death-Mod. Einmal die ungezähmte Macht. Der Einsatz von Fähigkeiten fügt Gegnern im Umkreis von 5 Metern um dich herum 41.000 Schaden zu. Der verursachte Schaden entspricht 30% der Anomaliekraft. Also heißt, dieser Damage-Wert, den ihr da lest, die 41.761, diese sind nicht der richtige Wert in dem Moment, weil wenn ihr die ganze Zeit in der Animation seid und ihr macht Spellweaving, also sprich, dass die ganze Zeit die Spells ineinander webt, dann ist euer Anomaliewert eh höher, also ihr macht auch mehr Damage. Meistens ist das sogar so, dass dass ich halt an die Gegner ranrenne, sogar an große, und direkt neben den caste, damit die halt auch noch zusätzlich den Damage bekommen, weil der ist nämlich echt hoch. Ich glaube, der ist irgendwann bei 200.000 bei mir oder so. Ziemlich lang. Dann habe ich noch einen Notfallstatus drin. Jedes Mal, wenn mein Leben unter 30% fällt, erhältst du 4 Sekunden lang einen Golem-Effekt. Hilft ziemlich gut. Die Sache ist nämlich, wir haben ja den einen, wenn ich das nochmal zeigen darf, wir haben ja hier das Glut anfachen. Das heißt, wo hier steht, wenn ich unter 30% Max Life falle, wird mein Lebensentzug durch Fähigkeiten verdoppelt. Und da kriege ich noch einen Schutz drauf. Also sprich, erstens, wenn ich unter 30% falle, ich kriege weniger Schaden und ich heile mich mehr. Ziemlich gute Kombination, finde ich persönlich. Als letztes dann haben wir dann einmal Kugelanzünder. Du fügst Gegnern, die von Verbrennung betroffen sind, 20% mehr Schaden zu. Es heißt zwar Kugelanzünder. Es funktioniert aber auch bei Fähigkeiten. Ich habe am Anfang gedacht, das zählt nur für die Bullets, aber es ist wirklich auch für Fähigkeiten. Das erhöht unseren ganzen kompletten Schaden nochmal um 20% gegen die Verbrennung. Also insgesamt sind wir auch mit den Talenten gerechnet, sind wir dann bei 40% mehr Schaden allgemein, wenn die Gegner am Brennen sind, plus dann nochmal die von ausgebrannt, der Effekt. Und als letztes dann doppelt so heiß. Mit jeder Fähigkeitsnutzung fügst du Gegnern, die von Verbrennung betroffen sind, zusätzlichen Schaden zu. Auch ziemlich geil. Also sprich, ihr verbrennt die irgendwo, zum Beispiel, sagen wir mal, diese kleinen Bestien, die verbrennt ihr oder zündet die an, dreht euch dann um, vielleicht zum Großen, aber aufgrund dessen, dass ihr halt Fähigkeiten castet, kriegen die zusätzlich auch nochmal die ganze Zeit Schaden ab. Was ich ziemlich geil finde. Ja, also das sind, wie gesagt, das kann man ein bisschen verbessern mit dem letzten Akari-Teil, sprich mit dem letzten Lava-Spin-Teil. Habe ich bisher jetzt nicht. Genau. Das ist so das, was ich aktuell spiele. Und die Kombination ist relativ einfach. Ihr könnt es jetzt gerade nicht testen. Schade, dass es hier keine Trainingsattrappen gibt. Also ihr drückt 1, zieht den Gegner ran, dann kriegt ihr den 45% an einem E-Buff. Drückt auf den Gegner dreimal Verbrennung. Dadurch kriegt er jetzt, hat er dreimal diesen 25% Debuff erhalten. Sprich, er kriegt 75% Damage rein. Genau, 65% mehr Damage rein. Zusätzlich, weil ihr eine Entzündungsfähigkeit gecastet habt, wird euer Widerstandsdurchschlag erhöht. Und dann zum Finisher setzt ihr deine Phaserstrahl ein. Und das geht halt eigentlich so die ganze Zeit. So gesehen, wenn ihr mal jetzt unten einfach drauf guckt, 1, 2, 2, 2, 3. Genau. Und das zeige ich euch. Also das war so der Guide. Ne? Also das sind so Spielis. Aktuell in der Zwischenzeit habe ich es mir sogar angewöhnt, auch die Midi-Attacken zwischendurch zu wirken. Ganz einfacher Grund. Erstens zählt der Nahkampfangriff zur Fähigkeitsnutzung, sprich doppelt so heiß prockt. Und als nächstes ungezähmte Macht prockt. Einsatz von Fähigkeiten macht Schaden um mich herum. Dadurch kann ich das noch mehr Spellweaven. Und ja, wenn ihr dann nichts zu tun habt, dann habt ihr eine Waffe,
die Effekte, die halt ja, Damage macht. Da könnt ihr theoretisch auch jede andere Waffe nehmen, die irgendeinen Damage-Effekt drauf hat, der geil ist. Der Sandsturm ist ziemlich cool. Hab ich aber nicht, aber ich spiel mir gerne mit der. Ich mag so Maschinenpistolen so ein bisschen. So, und für das Rest des Videos lasse ich dann jetzt ein Gameplay-Video zeigen, wo ich das Bild so ein bisschen zeige. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und ein Abo. Und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr Feedback habt, lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Bitte konstruktiv bleiben. Uns gegenseitig helfen. Und ja, habt ihr ein Bild, was ich das nächste Mal zeigen soll? Dann lasst es mich hier in den Kommentaren wissen. Bis dahin, viel Spaß mit dem Gameplay-Video und bye bye. So, dann von mir ein Willkommen zurück. Ja, wie gesagt, das ist jetzt der Gameplay-Teil. Ich werde auch ein bisschen erzählen. Genau, gehen wir mal weiter. Also wie gesagt, die Kombination ist, wie gesagt, 1. Also dann verzehren das Feuer. 3-mal Hitzewelle, 1-mal Phaserstrahl. Kann man direkt auch hier gut zeigen. Also erst einziehen, wird auch gestunt, verbrennen. Dann eigentlich Phaserstrahl. Ich spiele ein bisschen niedriger, weil ich es aktuell nicht höher kann. Von meinen Fähigkeiten her. Weil ich habe gerade so ein bisschen Probleme. Also so ist ja eigentlich die Kombination. 3-mal, boom, Laserstrahl. Und da könnt ihr, wie gesagt, wenn ihr nah dran seid, macht ihr Nahkampfangriffe lieber, weil dann prockt ein bisschen mehr. Oder wenn ihr entfernt seid, schießt ihr halt mit einer Waffe, die einen Effekt hat. So, dann die das gleiche. Ranziehen. Der wird auch gestunt. 3-mal wirken. Kriegt 75% mehr Schaden durch Burnout. Und das war eigentlich schon die ganze Kombo. Manchmal bleiben die Leute ein bisschen halt, ja. Kriegt sie vielleicht nicht mit der Hitzewelle. Müsst ihr halt ranlaufen. Hauptsache ihr kriegt halt die großen mit, oder die meisten halt mit der Hitzewelle. Hier ist das ziemlich geil, weil hier kommen nämlich sehr viel auf einmal. Da könnt ihr nämlich einmal hier schön die ganze Zeit Flamme durchziehen. Und einmal da oben hinschießen. Meistens kommt die Hitzewelle eher ab als andere Teile, also als zum Beispiel verzehrendes Feuer. Dementsprechend könnt ihr das auch zuerst machen und dann erst verzehrendes Feuer machen. Und davon. Oder ihr wartet halt, bis wirklich verzehrendes Feuer von der Abgangszeit runter ist. So, hier mache ich das meistens, ich zünde da hinten die an, damit die auch mich weniger angreifen. Und dann geht es eigentlich so. Also hier mache ich das wirklich sehr gerne, dass ich dann an die Brutmutter rangehe, also an die dicken Mobs rangehe und dann einfach, ja wie heißt das, Spellweaver und dann auch Melee-Angriff mache. Weil ihr merkt einfach, vielleicht schon, wenn ihr es gerade seht, der Damage des Melee-Angriffs ist auch ziemlich stark. Und der verbrennt jetzt. Elendig. Also richtig geil ist es halt zum sowas zum Deffen oder halt auch halt wenn ihr alleine spielt, wenn ihr halt in der Gruppe spielt, das ist super geil. Da habt ihr macht so die Massen in dem Moment eigentlich am besten. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich meinen Spell nicht resettet. Aber dadurch, dass ihr auch alles am Brennen habt, macht ihr halt auch ziemlich, halt euch halt ziemlich gut. Was ich ja ziemlich geil finde. Also der Vorteil ist zum Beispiel, wenn ihr in der Gruppe spielt, ihr könnt da die ganze Zeit hier raus eigentlich casten. Wenn ihr zum Beispiel dann, spiele ich mit einem Technomancer zusammen und mit einem Trickster. Also Technomant und Assassine. Da bin ich sogar selbst hier nie in dem Kreis drin. Aber eigentlich ist halt ziemlich gut, dann die Assassine macht den Single-Target-Damage, ich mache den Gruppen-Damage und der Technomant, der debufft halt alles. So, jetzt habe ich da hinten auch nochmal angezündet, weil es einfach wichtiger ist, weil da der Alpha nämlich ist. Aufgrund dessen, dass ihr aber hier so eine geringe Abgangszeit auch auf der Waffe habt. Ich meine auf die Nahkampffähigkeit. Könnt ihr halt auch ziemlich gut stehen bleiben eigentlich. Ihr habt den Golem-Effekt gesehen.
Und wenn dann der Lifesteal durch Fähigkeiten hochgeht, dann geht's halt, dann explodiert halt der Damage. Also der, sagen wir so, der Life-Rack explodiert. Ja. Ihr solltet nur vergucken, dass ihr nicht die Zweitwaffe auswählt, wenn da keine Festung drauf ist, oder ihr habt halt doch auf Zweitwaffenfestung drauf. So, dann geht's weiter. Nächste Runde. Das finde ich ein bisschen problematisch mit dem Bild. Weil nämlich ihr kriegt die da oben, kriegt ihr nämlich echt schlecht, finde ich. Jetzt ist problematisch. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr am besten nicht eingefroren werdet. Wenn ihr vorher nichts entzündet habt. Also ich habe die jetzt gar nicht entzündet gehabt, war jetzt dann sehr problematisch. Also euer Defense ist eigentlich, dass die Gegner brennen und euch dadurch heilen. Ja, ihr seht ja schon, der Blitz war auch ziemlich heftig. Blitz macht auch dadurch viel Schaden, weil ihr natürlich viel auf Anomaliekraft geht. Habe ich irgendwo was Wichtiges? Nein. Also die Kombination müsst ihr auch normalerweise gar nicht so komplett für die großen, für die kleinen Mobs spielen. Die reicht, wenn ihr das für die großen macht. Und da habt ihr auch gesehen, das pockt ziemlich gut auch auf Range, dann wie gesagt doppelt so heiß. Das ist ziemlich geil. Jetzt zündet die an und macht dann einfach in die Luft einen Angriff und es ist eigentlich vollkommen egal. So, was mir schon öfters mal aufgefallen ist. Ich benutze zum Beispiel gar nicht mehr so wirklich die Map, also nicht die Map, die gut benutze ich schon, aber ich benutze gar nicht mehr so richtig die die Spielwelt, um zu gucken, wo die Gegner sind. Sondern renne ich einmal. Ja, das war ein bisschen scuffed gerade. Sorry dafür, dass ich jetzt unterbreche. Ja. Aber im Endeffekt, es läuft eigentlich, also ihr seid ziemlich tanky. Aktuell seid ihr ein bisschen weniger tanky als vorher. Also vor dem letzten Patch wart ihr ein bisschen tankiger, aber naja, ist halt so. Da habe ich zum Beispiel, ihr kennt wahrscheinlich die 5 Elite, also das 5? 4 oder 5 Elite im Palast der Dürre. Sind das, die halt so in so einem Wrestling-Thema rauskommen. Die sind, die zum Beispiel habe ich facetanked. Dauerhaft, also ich habe mich keinen Millimeter von denen wegbewegt. Ich habe alle 4 oder 5 gefacetanked in meinem Gesicht. weil man halt da ein bisschen mehr ausgehalten hat. Aber ich weiß gar nicht, woran es liegt. Wie gesagt, ich habe schon ein Video dazu gemacht. Ich meine, es liegt an der Rüstung. Aber da bin ich mir nicht zu 100% sicher. Es ist zumindest nicht confirmed. Und wenn es nicht confirmed ist, ist natürlich alles Rätselraten, was man hier so macht. Wie gesagt, auf Range könnt ihr dann auch ziemlich gut dann einfach auch den Melee-Angriff machen, dass ihr einfach dann den Effekt mitprockt. Aber vorher die anderen Spells auf Cooldown holen. Es macht keinen Sinn, andere Spells auf Cooldowns. Es macht keinen Sinn, den Melee-Angriff durchzubringen, wenn ihr keinen. Wenn ihr die anderen Fähigkeiten auf Abklingzeit habt. Nicht auf Abklingzeit habt. Weil die halt einfach mehr Schaden machen. Na, den habe ich nicht getroffen. Jetzt habe ich Verzehrungsfeuer zum Beispiel aufgebraucht. Jetzt warte ich mal kurz. Kann natürlich dann ein bisschen scuffed werden, wenn man wartet. Aufgrund dessen, dass man in der Zeit natürlich keinen Gegner verbrannt hat. Dadurch kann es halt ein bisschen gefährlich werden. Was mich auch ein bisschen an der Hitzewelle stört, ist, dass sie halt so statisch gehalten wird. Was ich mit dem statisch gehalten meine ist, wenn ihr zum Beispiel ihr wirkt den Spell auf einer erhöhten Ebene,
dann bleibt das Ding in der Luft. Was halt unter Umständen doof ist. Das gleiche ist aber auch mit, wenn ihr das nach unten macht. Ihr trifft keine Gegner nach oben. Ist halt beides irgendwie so ein bisschen scuffed. Machen wir den mal eben kurz so weg. Genau. So, und Finish. So, weiter geht's. Also theoretisch könnt ihr die, wie gesagt, hinter euch die ganze Zeit verbrennen lassen. Der wird meistens dann verbrannt für unser Team. Hab halt den Dot Damage gemacht, ich hab die CC'd. Ja. Ist ununterbrochen, weil die anderen hatten, glaube ich, keine Unterbrechung drin. Das ist nämlich, ich glaube, Verzerren unterbricht und weil es ja Movement Force ist und Phaserstrahl unterbricht auf jeden Fall. So, das Viech ist natürlich ein bisschen. Das hat mich ein bisschen hops genommen. Mit meinem Technomanten. Deswegen werde ich jetzt einfach rangehen. Weil der haut nämlich richtig rein. Fuck it. Das Problem ist nämlich die Spinnen hier. Da sagen wir so, die sind jetzt nicht unbedingt wirklich richtig problematisch. Okay, der war außer Range. Ah, ist egal. Wenn der Gegner nicht kommt, muss Tobias zum Gegner kommen. So, den mitgetroffen. Ich finde es immer noch gut, dass ich Schaden kriege, ob von einem von Feuer kriege, obwohl ich ein Pyromant bin. Der ist so richtig geil. Ihr müsst natürlich euch ein bisschen positionieren, das ist so ein bisschen das Einzige, was ihr ein bisschen beherzigen müsst. Da leider nicht getroffen. Weil ihr die problematisch sind echt die Fliegenden, weil ihr die auch echt schlecht trefft, finde ich. Das Beste ist der Phaserstrahl dafür. Der Phaserstrahl ist halt auch echt Bullshit. Auf, wenn die Gegner sich schnell bewegen. Ich finde es geil, das finde ich total nervig, wie dunkel das Ding hier wird. Und das sieht man auch gut, wenn man am Brennen ist, dann ist das eigentlich scheißegal. Nicht am Brennen ist, wenn man wenn man eingefroren ist und die Gegner am Brennen sind, so rum war's. Ich hasse es, wenn ich an diesen Leichen hängen bleibe. So, einmal umdrehen, weil ich gesehen habe, dass hinter mir Elite sind. Die Elite sind hier die Kreischer. So, und Nummer 1 ist weg. Jetzt einfach rangehen, damit halt die ungeziemte Macht die ganze Zeit brocken kann. Ja. Wie gesagt, wenn ihr das dritte Akari-Set habt, den dritten Teil habt davon, dann ist es auch ziemlich. Dann macht ihr nochmal, dann ist der Schaden komplett verdoppelt. Ich spiel's wahrscheinlich nicht auch perfekt, aber ich bin's halt so ein bisschen aktuell daran gewöhnt, in der Gruppe zu spielen und nicht alleine. Den spiele ich wirklich fast nie alleine, den Char. Naja. Ja, das war der Gameplay-Teil. Bye bye. Oh, Legendary. Hier noch einmal kurz Überblick des Schadens, den ich verursacht habe. Ja, der meiste Schaden wird gerade von doppelt so heiß gemacht. Mod, den ich euch, der verbrennende Gegner, das müsste der noch gewesen sein, der bei verbrannten Gegnern nachbrennt, ne? Also dass er nochmal brennt. Phaserstrahl klar, Verbrennung klar, ungezähmte Macht. Hätte besser sein können, ich hätte mehr in den Gegner dran schicken können. Ja, verzehrendes Feuer macht gar keinen Schaden. Also, das macht gar keinen Schaden. Aber
Muss auch nicht. Der ist nur dafür da, den Animal, uns. Ist halt ein Dev-Tool, ne? Heilt uns, macht Asche und gibt halt als Anomaliekraft. Ja, genau. So, hier nochmal eine kleine Verabschiedung. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Schaltet ein, hoffentlich. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, habe ich schon erklärt. Guckt auch in den Streams vorbei, wenn ihr Bock habt. Aktuell kein Outros, aber bald bei Mutant. Freut euch drauf. Bis dahin, euer Zylokos. Bye, bye. Ach ja, und bleibt sicher auf Enoch.